Herzlich willkommen zu Let's Drive in Far Cry 3. Heute machen wir mal doch keine Nebenmission, sondern fahren einfach mal so blöd rum mit dem Quad, weil man da auch echt geile Stunts macht. Ich hatte gerade die spontane Idee, als ich die Folge, die ihr gestern gesehen haben müsstet, beendet habe. Was sage ich da? Also als ich die Folge von gestern beendet habe, habe ich mir gedacht, ich könnte ja einfach mal hier aufs Quad steigen und ordentlich Gas geben. Und das habe ich jetzt auch getan und das werde ich jetzt diese Runde, eigentlich wollte ich das die ganze Zeit weitermachen hier. Geh weg. Hey du, können wir reden? Klar. Was gibt's? Er hat nicht aufgegeben. Danke dir. Kein Problem. Wo ist jetzt mein Quad hin? Ich will weiterfahren. So. Dies hier geht doch. Fährt doch noch, fährt doch noch. Alter, das Ding hält ganz schön viel aus für den Quad. Sehr robust, muss man sagen. Wow, nein. Nein. Was war das jetzt für ein Bug? Das Ding qualmt schon beächtlich, aber fahren tut's noch. Und da vorne stand ja, haben wir ja schon auf der Karte gesehen, da stand noch ein Fahrzeug. Da fahren wir jetzt erstmal hin. Denn diese Runde wird ja, wie schon bereits gesagt, eine kleine Let's Drive-Runde. Okay. Okay. So. Auch gut. Da steht es erstmal ein bisschen blöd rum. Uah! Alter. Wer macht denn da einen Abgrund hin? Wer ist denn so banal? Und genau dieses Stoffdach, das hält mich. Ich kann da drauf rumlaufen. Dein Ernst? Okay. Das hält mich wie ein ganz normales andere Dach. Ist natürlich logisch. Und weiter geht's. Einfach querfeldein durch die schöne Welt. Jetzt sind wir auch mal ein bisschen. Ich bleib hier möglichst auf dem Weg, weil sonst fallen wir einfach zu schnell um. Wow. Wow, das war knapp. Das war wirklich knapp. Boah, kleinen Frame-Einbruch. Und noch einen kleinen Frame-Einbruch. Was ist denn da los? Weg mit dir. Boah. Boah. Komm doch. Nein. Du hast mich erwischt. Ja. Ja, ja, alles klar, komm. Flamm nicht rum. Wow, wow, links, rechts. Ich wollte eigentlich nur hier mit meinem Auto beilang fahren. Ich glaube, das Spiel mag es nicht so, wenn wir zu schnell fahren. Was ist das denn? Was ist das denn da? Ein Brief? Ein Brief von Oma oder was ist das? Von der Oma? Die einzig wahre Oma. Oh. Oh, geht doch alle weg. Lasst mich doch alle in Frieden. Hä?
Alles klar. Schick. Liebste Kaiku, wenn du dies liest, werde ich bereits tot sein. Und du sicher eine erwachsene Frau. Deine Mutter wird diesen Brief übergeben. Wenn sie der Meinung ist, du seist bereit dafür. Ich kann nur hoffen, dass sie in Liebe von mir gesprochen hat und dass du für mich am Schrein gebetet hast, wie ich es für dich getan habe. Wir arbeiten hier sehr viel und singen auch ab und zu. Das Tekihaikuman, singt man es zu deiner Zeit auch noch? Ich hoffe. Dein Japan ist ein Land des Friedens und des Wohlstands und nicht voll mit unseren Feinden, wie in den Liedern, die wir singen. Wir müssen uns in den Dschungel zurückziehen. Die Malaria hat unsere Reihen gelichtet und wir wenigen können die Stellung nicht halten. Major Mogi sagt, wenn die Amerikaner an der Küste landen, müssen wir bereit sein, sie in ihr Wassergrab zurückzutreiben. Wenn wir dafür unser Leben zu geben bereit sind, werden wir siegen. Hauptmann Jiro Sato. Aha, das ist ja geil. Satos Brief. Die sollten wir mal suchen. So ein bisschen. Aber zuvor müssen wir hier noch ein bisschen aufräumen. So, tschüss. Und da wollte ich auch jetzt mal weiterfahren, also es ist nämlich immer noch eine Let's Drive Runde. Aua. Was wollt ihr denn? Oh, ich bin ja geduckt, deswegen. Die Frames schwanken hier gerade ein bisschen. Weiß nicht, was da los ist. Sie versuchen mit mir in Kontakt zu treten, glaube ich. Frameset. Frameset. Hallo, liebes Frameset. Das Frameset spricht zu mir. Alter, wenn man hier mal einfach... Was? Alter. Was geht denn hier ab? Geht gerade gleich gar nichts mehr. Wow. Was denn? Aha. Brauch Munition. Gib mir was. Hast du, wieso hast du nichts? Alles klar, wir haben den Alarm hier mal kurz ausge... Wow, wieso haben wir keine Munition mehr? Wieso haben wir keine Munition mehr? La 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 la. Ja, ich auch. Ich weiß. Das habe ich auch gut gemacht. Bin ich auch stolz drüber. Nein! Oh, schneller, 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 Alter! Schon wieder so ganz chaotisch hier. Wie ich das hier vorgehe. Wow, und wir haben es noch so gerade eben geschafft. Und ich glaube, das war's auch schon für diese Folge. Das war eher so eine spontane Folge, die ich einfach mal so aus dem FF gemacht habe. Was? Tschüss. Ich wollte mal ausprobieren, was da passiert.
La 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 la. Krasses Ding. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Sorry, dass diese Folge ein bisschen kürzer war. Aber wie gesagt, sie war einfach mal so spontan, einfach mal so da reingeklatscht. Ich hatte gerade so ein bisschen Bock, ach, ja, machen wir mal das. Und deshalb fahren wir mal ein bisschen Auto und das haben wir jetzt auch getan. Also, denke, das war's gut. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schreibt in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Das ständige Geleiere. Empfehlt mich euch weiter. An eure Bekannten, an eure Freunde. Pipapo. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis demnächst. Ciao, ciao.